für Gnome. Ist nicht ganz so einfach, ne? Das ist nicht so unbedingt so eine beliebte Instanz. So, also warum wir die Seuchenverbreiter nicht töten mussten, das weiß ich immer noch nicht. Verstehe ich immer noch nicht. Naja. Das sind eklige Untote. Eklig. Echt eklig. So. Ja, und das Fleisch will ich bestimmt gerne mal. Müssen wir hier mal ein bisschen Platz schaffen, dass sich dann gleich im Kampf da nicht noch irgendjemand ungefragt einmischt. Das wäre nicht so schön, nicht so passe. Und das Schöne ist, was hier da so droppt, hier der Nachtkriecher, den können wir zum Angeln benutzen. Der Stalwan ist nämlich hier da hinten drinne. Das ist auch ein 32er Untoter. Ist noch nicht mal ein Elite, aber der ist eine fiese Möb. Ich glaube, als Nahkämpfer hatte ich doch einige Probleme mit dem, wenn ich mich recht entsinne. So, machen wir das mal. Damit wir da nicht so lange brauchen für. So. Mal gucken, ob das schon reicht. Versuch macht klug. Ja, der Fluch ist unangenehm, weil alle Attribute hier um 5 Punkte verringert werden. Das ist nicht ganz unerheblich. Aber so als Magier schafft man den ganz gut. Und das ist der Ring, den wir beschaffen sollten. Sehr schön. Wir nehmen jetzt mal die Abkürzung, damit wir... Wir müssen ja gleich eh noch laufen. Müssen wir mal unsere Stiefel schonen. Und es wäre schön, wenn wir den Fluch jetzt gleich mal wegmachen könnten. Ich kann ja Fluch aufheben. Also geringen Fluch aufheben. Mal gucken, ob es klappt. Versuchen wir jetzt mal. Jawohl, geht. Ja. Ach, wie gut, dass ich Magierin bin. So, Madame Eva. Sie wollte ja so gerne den Ring haben als Beweis. Seid gegrüßt. Ja, Triven. Ich habe hier den Ring der Familie Dunkel... Dunkeldings. Dunkel... Keine Ahnung. Ich weiß es bereits, Triven. Stalwan ist tot. Ich spüre, wie eine Woge der Hoffnung durch den verseuchten Wald geht. Nun ist der Dämmerwald für alle Zeiten von Stalwans Blutdurst befreit. Meine Freude wird getrübt durch den Gedanken an all diejenigen, die diesem schrecklichen Monster zum Opfer gefallen sind. Na, dann richte doch deine Gedanken mal auf Mor'Ladim. Der ist der Nächste auf der Liste. Naja, vielleicht nicht der Nächste, aber der steht auch auf der Liste. Doch wie dem auch sei, ihr Magierin seid mutig genug und geschickt genug gewesen, und ich danke euch. Und als Belohnung könnten wir jetzt hier diese Axt nehmen oder den Ring, der uns Willenskraft gibt. Und ich möchte aber lieber die Axt, kann ich besser verkaufen. Und 5000 Erfahrungspunkte, ja, das ist schön. This is nice. Das mit den Worgen hat man, glaube ich, schon fertig gemacht, ja. Ja, schnell verhückerli und dann wollten wir noch das Ganze mit Bakus machen, ne? Zack. Das will ich auch. Das können wir mal aufheben. Schönen Tag. Machen wir mal ein bisschen Brot, das dauert ja jetzt wieder. Wenn wir was neu können, dann kriegen wir immer nur pro Zauber immer 2 Stück davon. Beim nächsten Mal, beim nächsten Stufenaufstieg sind es dann schon 4 und so weiter. Wisst ihr ja schon. So. Jupp. Jupp. Oh, ein gefährliches Huhn. Habt ihr das gesehen? Ach, ich habe ja neulich gehört, wie ich mir ein Huhn als Haustier zuholen kann. Könnte. Ja, will ich das? Weiß ich nicht. Oh.
Und mir gerade mal ein bisschen zurücklehnen, bis ich da drüben bin. Ja, vielleicht machen wir das auch mal weg und genießen einfach mal so die Lauferei so auf diese Art und Weise. Genießen den Sound. Vielleicht spiele ich euch auch noch ein bisschen Musik darunter hier. Ich habe so ein paar schöne, stimmungsvolle, also für diese gedrückte Stimmung, so habe ich so einiges. Also eins heißt zum Beispiel Crisis und das ist auch so ein bisschen gruselig. Vielleicht spiele ich euch das mal. Das mache, werdet ihr es jetzt schon längst hören. Ja. Adeles Siedlung war ganz weit hinten, ganz weit draußen. Gute Idee. Starne. Ah, den Leutnant, den will ich ja nicht so hängen lassen. Ich glaube, die eine Quest da mit den Nagas, die mache ich nicht. Obwohl die absolut ätzend ist, aber. Woran ich gemerkt habe, dass das gestern nicht der Kollege selber, sondern irgendjemand anders war, der seinen Charakter gespielt hat. Ja, der hat einen Elfen gespielt, das ist jetzt noch nicht unbedingt verwerflich, aber dieses ständige Rumgehüpfe, ne? Also immer in der Instanz und immer hüppe, 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 ne? Also ständig, nicht stillgestanden, also das war irgendwie... ein deutlich jüngerer Charakter. Also, ich meine jetzt den, der da vorgesessen hat vor dem Rechner, ne? Der den gespielt hat. Denn der Bäre ist, glaube ich, älter als ich sogar. Und so ganz taufrisch bin ich nicht mehr. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, deswegen erzähle ich euch jetzt nicht, wie alt ich bin. Ich bin auch gar nicht alt. Bin ich gar nicht. Nehmen wir mal die Quersumme, dann bin ich ganz infantil. Genau. So. Ich glaube hier, ne? Ja, genau. So, wollen wir mal gucken, was uns denn hier erwartet. Wir sollen ja irgendwie Ausschau halten nach allen möglichen Sachen. Und ich weiß jetzt, dass es hier die Wölfe gibt. Und diese Nachtläufer hier, die Fires. Und zum Teil sind die unsichtbar. Habe ich als Mensch denn nicht Wachsamkeit? Ja, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Verstohlenheitsentdeckung drastisch erhöht. Denk mal da in dem Gebäude. Ja, da ist auch eine Kiltkassette. Ja, das sieht gut aus. Und da soll keiner drin sein? Wollen wir mal gucken. Da ist keiner drin. Das ist ja mal gerade. Da hat wahrscheinlich vorher jemand aufgeräumt. Ja, das war ja einfach. Liste der Defiers. Gucken wir uns gleich an. Ich will jetzt hier wieder weg. Bevor der Respawn einsetzt. Mit dem Ding, mit der Liste müssen wir dann ja wieder zum Bakus. Da sind wir eh jetzt wieder in die City zurück, nach Darkshire. Zack. So, dann wollen wir mal gucken.
Unser erster Plan ist schon fehlgeschlagen. Zwar konnte Fist zunächst die Wachdienstpläne für jenen Abend austauschen, doch wegen einiger unvorhergesehener Einmischungen seitens der Bürger Stormwinds, sind wir damit gemeint, konnte unsere Zielperson fliehen, bevor wir sie in die Finger kriegen konnten. Aber wir sind auf solche Fälle vorbereitet. Plan 2 wurde in Gang gesetzt und lief bereits gut, bevor unser Hinterhalt in Stormwind griff. Hinterhalt in Stormwind? Plan 2 ist genauso einfach, erfordert aber mehr Geduld unsererseits. Unser Mann in Minnetheel ist bereits für seine Mühen bezahlt worden. Er hat brillant russiert. Was heißt denn russiert? Muss ich mal nachlesen. Russiert steht da, ja. Reüssiert. Mhm. Es sollte kein Problem sein. Also wenn einer von euch weiß, was reüssiert heißt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin neugierig. Es sollte kein Problem sein, die Zielperson zu erreichen und gefangen zu nehmen, sobald wir Segel gesetzt haben. Segel? Aha. Rechnet ein paar Meilen vor ihrem Zielort mit dem Angriff. Dort werden unsere Verbündeten auf der Lauer liegen. Ich bin mir nicht im Klaren darüber, warum wir gezwungen wurden, eine Allianz mit diesen Kreaturen einzugehen, werde aber das Gefühl nicht los, dass auch wir zu etwas genötigt werden. Aber letztlich ist es einerlei. Mit der Zielperson in unserem Gewahrsam haben wir Stormwind jenen, die es uns gestohlen hatten, schon so gut wie wieder abgenommen. Ah ja, da ging es ja um den vermissten Diplomaten. Genau, eben erinnere ich mich wieder, ja. So, also mal zum Büter Bakus. Der wieder im Norden patrouilliert, da sehen wir ihn schon. Das ist der Nordmann. Oh, und wir haben 72 Gold. Mal gucken, wie lange noch. Also ich meine eher, dass weniger wird, so deswegen. So, seid vorsichtig da draußen, Triven. Ich weiß, dass Trias euch hergeschickt hat, aber das bedeutet nicht, dass es da draußen im Wald nichts gibt, das euch Ärger machen könnte. Besonders, wenn ihr die Fires untersucht. Ah, ihr seid heil und gesund zurück. Mehr konntet ihr nicht verlangen, nicht wahr? Dann sehen wir mal, was wir hier haben. Das sieht ziemlich offiziell aus, wenn mich meine Erfahrung mit Defiers-Dokumenten nicht trügt. Es könnte jedoch auch eine Finte sein, um euch von der Fährte abzubringen, auf die ihr bei eurer Suche gestoßen seid. Boah, das sieht zu komplex aus, um euch nur auf eine falsche Fährte zu locken. Ich sollte das nicht einmal ansehen. Sprecht mit Trias, er kann es bestimmt verstehen. Und lasst euch durch nichts aufhalten. Dies ist wichtiger als ich, vielleicht sogar wichtiger als er. Aber wir werden sehen. Und tut mir einen Gefallen, Triven, sagt keinem, dass ich euch geholfen habe. Wenn meine Vorgesetzten erfahren, dass ich... Was kann ich für euch tun? Wenn... Ach, warum rennt er immer so schnell? Ja, okay, was soll's. Wir erzählen uns keinem. Der rennt immer so schnell wieder weg. Mehr kann ich nicht lesen. So, zum Flugpunkt ging es hier lang. So, tatsächlich richtig. Dabei habe ich doch mit Geografie gar so gar nichts am Hut. Eieieiei. Ja, habe ich doch neulich mit einem Kommentar bei Divinity Original Sin bei zwei lieben Leuten, die das Together spielen, habe ich einen Kommentar hinterlassen und die dann rumschleichen lassen nach meinem Kommentar. Braucht ihr Hilfe? Und dann habe ich sie in eine Trollhöhle geschickt. War der Meinung, das wäre die Mine, aber egal. Spannend war es trotzdem. Naja, so. Auf nach Stormwind. Zu Trias. Zu Käse. Zu Trias Käse oder Käse Trias. Also eigentlich würde ich ja lieber Käse Trias sagen zu ihm. So ein Käse Trias. Das ist schön. Ja, das ist ja schön. Dann habe ich schon meine Teile für die nächste Woche. Jede Menge Teile. Und genau, da muss ich jetzt nur noch die drei anderen abdrehen. Wobei ich Drakensang ein bisschen beschleunigen möchte. Also da müsste ich eigentlich auch ein paar Parts mehr machen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die alle unterbringen soll. Aber wir werden sehen. Das kriegen wir schon irgendwie hin.
Und zwar beschleunigend deswegen, weil ich gesehen habe, dass jetzt die neue Mod raus ist. Aber das erzähle ich, glaube ich, bei Drakensang. Genau. Jedenfalls möchte ich die gerne spielen. Die ist von, ich glaube, auch von Fans entwickelt worden über mehrere Jahre und ist wohl jetzt fertiggestellt worden. Soweit ich weiß, ein anderer YouTuber, also zumindest von einem weiß ich, dass er die jetzt aktiv spielt. Scheint also schon zu funktionieren. Und was ich da so gesehen habe, also hat mir sehr gefallen. Von daher, das würde ich also auch ganz gerne machen. Ja. Und um schneller dahin zu kommen, müssten wir also paar mehr Teile von Drakensang jetzt mal produzieren. Ah ja, das ist so furchtbar. Ich meine, Icewind Dale ist auch so spannend, also... Ach ja. Ja, und überhaupt würde ich ja ganz gerne auch mal den einen oder anderen Gastkommentar hier mal hereinholen. Also wenn mal jemand Lust hat, bei den Aufnahmen, bei dem Spiel, egal welches es jetzt ist, mal teilzuhaben. Ich habe nämlich gehört, dass man auch Offline-Spiele offensichtlich über Skype irgendwie übertragen kann, sodass der andere das auch sehen kann. Also wer also mal Lust hat, bei so einer Aufnahmesession für einen oder zwei Parts mit dabei zu sein und mitzureden und zu diskutieren mit mir, der ist herzlich eingeladen. Ihr solltet euch dann auch einfach per Skype an mich wenden. Studio 5, also mit Blank dazwischen, müsstet ihr mich bei Skype treffen. Und am besten einfach immer mit einer Nachricht anpingen. Ich weiß nicht, ob der Ruf sonst durchkommt. Also Nachricht ist immer am besten. Braucht ihr etwas? Ich sehe, ihr seid in einem Stück zurückgekehrt. Wir wissen beide, dass ihr nicht wegen des Käses hierher gekommen seid. Beenden wir also das Plaudern. Konnte Bacchus euch helfen oder seid ihr noch gar nicht im Dämmerwald gewesen? Ja, also... Sag mal, sehe ich aus wie durchlöcherter Käse oder was? Ja, das ist interessant zu lesen. Jorgen und De Lavey waren klug, mich einzuweihen. Offenbar haben sich die Defiers sehr bemüht, ihren Plan hier abzuschließen. Hm. Was ist das? Ist? Das ist ein vertrauter Name. Ja, jetzt wo ich darüber nachdenke, Dashiell irgendwas. Wie war sein Name? Faust, glaube ich. Dashiell Steinfaust. In manchen Kreisen nennen sie ihn Faust, wahrscheinlich, weil er so ein Raufbold ist. Das war ich jetzt nicht. Ihr könnt ihn normalerweise in der Altstadt finden, direkt mitten im Zentrum. Redet mit ihm, wenn es sein muss, dann benutzt euer Schwert. Ich habe aber gar kein Schwert, ich habe einen Stab. Oder etwas Schweres oder Stumpfes, um ihn zum Reden zu bringen. Und zögert nicht. Wenn er so tief drin steckt, wie diese Papiere andeuten, wird er euch freiwillig keine Informationen geben. Oh, das ist meine Spezialität. Das ist meine Spezialität. Das machen wir jetzt eben schnell noch. Und dann ist Schicht im Schacht für heute. Liebe Leute. Achso, ich wollte ja Rondra auch noch aufnehmen. Oh. Naja, der Tag ist ja noch jung. Der Tag ist ja noch jung, ne? Mhm. Ja. Und mal gucken. So, der Schill, ich weiß, wo der ist. Und der ist, das ist auch so ein Prügelknabe. Der kriegt gerne einen auf die Kauleiste. Holt sich immer Hilfe mit da dazu, das weiß ich schon. Also dem ist nicht zu trauen, dem Burschen. Und da müssen wir nämlich hier rein, genau. Da sind wir auch schon ein paar Mal anderweitig durchgeflitzt. Und der wird sich nachher einmischen, glaube ich. Glaubt der auch. Lenny Finger McCoy. Und das ist der Dashiell Steinfaust, The Fist. So. Ich bin ganz Ohr. Zeigt er mir schon seine... Ein wahres Gesicht. Was? Ihr kommt in meine Gasse und stellt Fragen nach meinen persönlichen Angelegenheiten. Angelegenheiten, mit denen ihr offenkundig nichts zu tun habt. Ihr seid offenkundig nicht eine der klügsten eures Handwerks, die je nach Stormwind kamen. Aber eine der dümmsten, wenn ihr nicht wieder fortgeht. Habt ihr meine Freunde getroffen? Ach, sind doch andere, die sich da einmischen. Aber das kriegen wir schon. Ich mache euch mal ein bisschen... ...bisschen fertig.
Oh, die hauen mich. Und die muss ich umbringen, sehe ich schon. Die hören also nicht auf. Und das hat mir ja ganz schön weh getan. Ich habe schon einen Trank genommen gerade. Ihr habt es ja gesehen. Lust auf ein Glas? Also es gibt keinen Grund, dass ihr zu mir kommt. Was ist euer Begehr? Nein, es gibt einen Grund, dass ihr zu mir kommt. Was ist euer Begehr? Ja, vielleicht weiß ich doch etwas über dieses Treffen in Edlas Siedlung. Das war, glaube ich, vor ein paar Wochen. Ich hatte wirklich nichts damit zu tun, ich schwöre. Meine Rolle war vorbei, als der Plan A schief ging. Verdammte Abenteurer. Der Kerl, den wir für den Plan B hatten, kam aus Menethil. Ein Typ namens Slim. Mehr weiß ich auch nicht. Na, das ist ja schon mal was. So. Jetzt gehe ich mal. Hab ich dir ja Unrecht getan. Du wolltest ja nur betteln. Okay. Jetzt gehe ich ins Gasthaus und beende diesen Part. Für heute. Mit epischer Musik im Hintergrund. So, dann nehmen wir mal hier bei dem Bärenfell Platz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss.